Und damit ein herzliches Willkommen hier aus dem Stream zu einem neuen Spiel, was wir heute anfangen. Die Rede ist von Kudelka und es wird mystisch, übernatürlich und unheimlich. Ohoho. Ja, nach diesem doch, sphärischen Intro sind wir jetzt hier auf dem Startscreen und wir drücken einfach mal die Starttaste. Ich probiere mal andere Tasten aus, anstelle der Starttaste, aber es ist die Starttaste. Okay, wir gucken mal gerade in die Optionen rein, was dieses Spiel uns für Optionen bietet. Stereo natürlich, Vibration, halt. Hä? Mit. Ich will hier raus. Ah, okay. Vibration machen wir natürlich an. So. Was war denn hier vorher auf der Vierecks-Taste? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe mal, nichts, was jetzt von großer Bedeutung war. Verdammt, ich glaube, ich starte das Spiel nochmal neu, weil ich nicht weiß, was jetzt hier auf der Vierecks-Taste vorher lag. Ich habe nicht da oben, nach da unten geguckt, sondern ich habe oben geguckt, was irgendwie logisch ist. Na gut, ich starte es nochmal neu und wir sehen uns sofort wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Und wir gucken mal in das Optionsmenü rein. War da irgendeine Taste? Nee, es war frei belegt. Okay. Aber trotzdem komisch, dass man das direkt so macht. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir starten ein neues Spiel. Okay.
Zu früh, Engel. Ich bin auch nicht tot. Mag sein, aber du stehst direkt vor der Himmelspforte. Vielleicht. Aber entschuldige mich, ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen. Blödsinn. Was kannst du schon tun in deinem erbärmlichen Zustand? Du kannst nicht mal den Revolver stillhalten. Wir werden ja sehen. Ich brauche 2 oder 3 Treffer, um das Monster zu erledigen. Verdammt! Hier schießt du! Wow! Was für eine epische Cutscene! Wie geil! So, wir kommen direkt ins Kampfgeschehen. Ich bin gespannt. Aha. Boah, bist du hässlich. So, Aktion. Aha. Bewegen, warten, Status. Aha, Aktion. Angreifen. Magie oder Waffe? Was haben wir denn für Magie? Heilung, Stärke erhöhen, Konstitution erhöhen. Geschicklichkeit. Int ist Intelligenz. Res ist Resilience, das müsste... Weiß ich gerade gar nicht. Weiß ich auch gerade nicht. Ist Bewegung. Glü ist Glück, glaube ich. So, wir machen einfach mal angreifen. Auf den Typen hier. Bams, 90 Damage gemacht. Res für Resistance. Ah, das könnte natürlich auch sein. Hallo Zombie-Apokalypse, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. So, ich bewege mich mal. Ach, guck mal, das ist ja interessant. Das ist sehr interessant. Int könnte auch Intuition sein. Und Y für Weisheit. Ja, das kann sein. Hast du recht. Okay, er hat sich geheilt, oder was? FP, was sind denn FP? Waffe. Normales Messer? Ein Revolver. Okay. Ich greife ihn mal. Nee, warte mal. Ich bewege mich erstmal. Ein Stückchen zu ihm hin. Dann, hoffentlich habe ich noch genügend Aktionspunkte. Angreifen. Ja, super. Dann treffe ich ihn vielleicht besser. Oh, 77 Damage. Ich glaube, eben hatten wir weniger gemacht. Ich glaube, 60 nur oder so, ne? Au. So, und wir greifen ihn nochmal an. Ich guck gleich mal ins Heft, ob da drin steht, was FP sind. Weiß ich nämlich gerade nicht. Bewege mich mal hier rüber. Sind mal ein bisschen aus der Schussweite. Au. Oh, der macht auch gut Damage, der Penner. So, Aktion. Nochmal angreifen. Im Übrigen, ich mache gerade mal das Spiel ein bisschen lauter, weil es nämlich sehr leise ist. Einen Moment. Bei PS1-Spielen immer so das Problem, dass die Spiele alle unterschiedlich laut sind. Ja, ein bisschen können wir noch. So, probieren wir es mal so. So ist, glaube ich, besser. Okay. Was mache ich denn jetzt? Achso, angreifen. Okay, wir greifen mal an. 58 Damage und da geht er down. Wunderbar, oder? Ja, schön. Okay. Sehr aufreizende Kutte, die sie trägt. Muss ich mal so sagen. So, nun, was? Mitnehmen, Käse. Was? Käse? Und wir haben einen Zauberspruch gelernt, und zwar Feuer. Aha, mitnehmen, Käse. Ich nehme den Käse mit. Okay, super. Gut, ich schaue mal gerade in die Anleitung, weil mich würde halt wirklich mal wahnsinnig interessieren, was FP sind. Ich hoffe, dass es hier drin steht. Einen Moment, gib mir bitte eine Sekunde. Erste Schritte, Spielablauf. Spiel fortsetzen. Spiel starten. Steuerung. Heilen, Status. Ausrüsten, Objekt. Karte, was? Formation. Lesen, Option. Spielstände speichern. Temporäre Spielstände. Kämpfen.
kämpfen. Hier müsste es mit beistehen, theoretisch. Finsternispunkte? Ja, könnte sein, ne? Irgendwie sowas. Ich meine, wir reden ja hier immerhin von Bestien. Fähigkeitspunkte können es natürlich auch noch sein. Bonuspunkte. Hier. Bonusfähigkeitspunkte. Wenn ein Charakter einen höheren Level erreicht, erhält er Bonusfähigkeitspunkte, FP, indem sie diese nach ihrer Vorstellung auf die verschiedenen Statusbereiche verteilen, können sie die Fertigkeiten eines Charakters gezielt verbessern und damit die Charaktere spezialisieren. Mhm. Aber das macht eigentlich gar keinen Sinn, dass ein Gegner FP bekommt, oder? So gar nicht. Aber okay, es kann ja sein, dass Gegner auch leveln könnten. Ist ja sehr interessant. Okay, ich musste jetzt gerade mal, wie gesagt, im Heft nachschauen. Und dadurch, dass die Schrift so unfassbar schwer zu lesen ist und es sehr klein geschrieben ist und auch sehr dunkel hier, macht es das nicht einfacher. So, wir gehen mal zu diesem Typen hin, der hier uns eben gerade geholfen hat, indem er uns seine Knarre gegeben hat. Und ich guck mal, ob ich mit ihm reden kann. Ja, sieht gut aus. Wer bist denn du? Hey, wo ist es? Es ist tot. Wirklich? Danke. Ich glaube, meine Zeit ist abgelaufen. Hey, Engel. Ich bitte dich nicht, mich in den Himmel mitzunehmen, aber könntest du für mich beten? Du spinnst wohl. Nie im Leben werde ich für dich beten. Aber ich bin in deiner Schuld, weil du mir das Leben gerettet hast. Okay, ich helfe dir. Mhm. Einmal Hand auflegen, 50 Mark. Sei still! Reiß dich zusammen! Okay, gehen wir. Steh auf, oder ich lass dich hier zurück. Was hast du? Ich spüre keinen Schmerz mehr. Ich bin geheilt. Ja, und? Ich hab dich geheilt, na und? Du? Du hast mich geheilt? Aber ich war so gut wie tot. Ich begreif's nicht. Du bist also wirklich ein Engel? Sei kein Dummkopf. Glaubst du wirklich, dass es Engel auf Erden gibt? Ich bin nur ein Medium, das einen kleinen Heilzauber beschworen hat. Ich bin Edward J. Plunkett. Entschuldige meinen Aufzug, aber wenn ich dich so ansehe, dann... Nein, ich bin nicht wie du. Und du hast hier sicher nichts verloren. Was machst du eigentlich hier? Es geht ein Gerücht. Ein Gerücht? Ich habe es in London aufgeschnappt. Der Sohn einer reichen Familie soll ein altes Kloster gekauft und für Unsummen zu seinem Domizil umgebaut haben. Nun, man sagt, er habe zahlreiche Dirnen hierher verschleppt. Was für ein Leben. Und wo ist dieses Kloster? Das wüsste ich auch gern. Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, um diesem reichen Bastard eine Lektion zu erteilen. Bisher habe ich nichts gefunden. Dann hat mich dieses Monster angegriffen und fast getötet. Wärst du nur etwas später gekommen, hättest du mich bereits zum Abendessen verspeist. Tja, hätte ich doch nicht dieses Pferd gekauft. Es ist einfach zu schnell. Dann würdest du mir jetzt wahrscheinlich als Nachtischgesellschaft leisten. Kein übler Gedanke eigentlich. Sei endlich still, oder ich lass dich hier zurück. Ich heiße Kudelka. Ich erklär's dir nur einmal, also sperr deine Ohren auf. Wenn du hier lebend rauskommen willst, bleib in meiner Nähe. Kapiert? Klar, ist mir eine Ehre. Wie gut ist bitte die Vertonung von diesem Spiel? Wow, das finde ich ja mal gerade echt mega. Das ist ein Spiel aus dem Jahre 2000 im Übrigen, Kudelka heißt es. Es ist ein PS1-Spiel, für die, die es jetzt natürlich hier im Stream nicht wissen. Die Grafik ist auch wirklich super, das stimmt. Also das ist echt super, gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Hat halt eben so einen kleinen horrorigen Aspekt. Also ob das jetzt sehr gerade zum Tragen kommt, wissen wir halt noch nicht. Und um was es in dem Spiel geht, das wissen wir natürlich auch noch nicht.
Aber wir werden es herausfinden und bis jetzt macht es einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich. Das Spiel hat im Vergleich jetzt, was so Game-Bewertung angeht, nur so eine mittlere, ich glaube 60, so 67 bis 70 irgendwas bekommen. Also ist jetzt wohl zumindest laut den Kritikern von damals nicht so besonders gut gewesen. Also was heißt nicht besonders gut, aber ist halt jetzt kein absoluter, Top-Notch-Titel. Und wir bekommen einen nächsten Kampf. Interessant. Eine Schabe. Eine riesige, fette, hässliche Schabe. Oh, guck mal, wir sind jetzt zu zweit. Mir gefällt diese Musik auch. So ein bisschen asiatisch angehaucht. Finde ich cool. Gefällt mir echt gut. Also bisher, ich habe jetzt noch nicht viel gesehen vom Spiel. Wir sind ja gerade noch jetzt 20 Minuten oder so dabei. Aber bisher gefällt mir das echt gut. So, Aktion. Bewegen. Ist halt ein typisches Rollenspiel jetzt, ne? Also auch mit Rollenspiel... Elementen, Magie, der kann auch Magie, Heilung, Feuer. Ich probiere mal Feuer aus, mal gucken, wie gut das ist. Hey, achso, das Viech ist dran. So, okay, gucken wir ihn mal an. Oh, Sharp Toad. Oder? Jo, wunderbar, das ging schnell. Aber wie gesagt, auch grafisch macht das echt gut was her. Ist jetzt ein Jahr später oder zwei Jahre später als Metal Gear gewesen. Und man erkennt auch Gesichtszüge und sowas. Ich meine, klar, bei Metal Gear ist es ein Stilmittel. Hier hat man sich echt Mühe gegeben. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, genau. Ich spiele gerne Spiele blind, ohne mich großartig vorher spoilern zu lassen. Weil ich möchte das Spiel so erleben, wie als wenn ich das erste Mal spiele. Und nicht... Ne? Als wenn ich das schon zum x-ten Mal kennen oder so würde. Deswegen, also das spiele ich jetzt wirklich zum allerersten Mal. Und bisher gefällt mir es echt gut. Hausmeister Gemächer, erstes Geschoss. Wo bin ich denn jetzt hier? Da unten bin ich. Aha. Ist das eine Treppe oder was? Sieht komisch aus. Ist hier eine Tür? Ja, da ist eine Tür. So, da oben liegt etwas. Oder da liegt etwas. No, ein Kampf. Okay, wir haben es hier wieder mit Random Encountern zu tun. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu viele sind. Das wäre eigentlich eher ein Spiel für Freitags gewesen, so wie mir scheint, weil es ja ein Rollenspiel ist. Aber okay, wir gucken einfach mal. Es ist ja jetzt trotzdem okay. Machen wir halt eben mal zwei Rollenspiele. Ist ja auch nicht verkehrt. Ist ja nicht so, als hätten wir das nicht schon mal gehabt. So, okay, ich kann nicht mehr weiter angreifen. Feuer würde ich auch mal ausprobieren. Das hat eben ganz gut geklappt. Man braucht offensichtlich immer eine Runde... bis man den Gegner angreifen kann. Ja, offensichtlich, genau. Man braucht... Oh, ich bin vergiftet. Man braucht eine Runde, bis man den Gegner angreifen kann. Und... Oh. Was mache ich denn jetzt mit ihm? Käse. Ich kann ja mit ihm jetzt gar nichts machen. Ach doch, ich kann das normale Messer ausrüsten. So, jetzt kann ich mich einmal ein Stück nach vorne bewegen. Mhm. So, okay. Riesige Schaben, aber die sehen auch cool aus irgendwie. Au! Die habe ich einfach weggeballert. Penner. So, okay, Aktion. Angreifen. Einmal die Schabe hier massakrieren. Oh, 204 Damage. Ja klar, weil Nahkampfangriff, ne? Da ist man natürlich dann gefährdet. Warten. So, Kudelka ist jetzt, glaube ich... Nee, ist jetzt nochmal dran? Magie? Hä? Nee, er ist doch jetzt dran. Verstehe ich nicht. Oh, Käse. Nee, ich wollte keinen Käse. Ich kann... Ach so. Ach, nee. Er war jetzt nochmal dran, weil er das Viech umgebracht hat. Oder wie? Hä? Warten. Ich kann mit ihr gerade nicht angreifen. Ich kann mit ihm nicht angreifen. Hä, was ist denn das jetzt? Heilung. Kann nicht heilen? Ich kann hier gar nichts machen? Was soll ich denn jetzt machen? Ich benutze mal den Käse. Ich gebe ihm mal den Käse. Hier, nimm den Käse. So. Deine Werte bestimmen sicher, wer dran ist. Ich glaube, ich kann mit Kudelka jetzt gerade nicht angreifen, weil sie vergiftet ist.
glaube ich. Entkommen? Aha. Nee. Warten. Konnte er jetzt dreimal angreifen? War das vielleicht das Ding? Oder hat er jetzt drei Sachen gehabt? Ja, vielleicht war es das gewesen. Ich weiß es nicht. Also es war irgendwie gerade komisch. Weiß jetzt nicht, warum das so war. Aktion. Angreifen. Oh, ich kann nicht mehr angreifen. Verdammt. Aber ich kann es nochmal versuchen anzukugeln, das Viech. Es dauert halt nur eine Runde. Aktion, angreifen, auch das Viech drauf. Das müsste hier gehen, weil es nur einen Schritt weit weg ist. Und dann ist er also noch nicht tot. Okay. Das Einzige, was mir jetzt gerade so ein bisschen fehlt, sind Aktionspunkte. Wir sehen halt leider nicht, wie viele Aktionspunkte wir haben. Das ist ein bisschen schwierig. Aber gut. So, einmal gegrillt. So. Wunderbar. Ja, das hat geklappt. Okay, wir müssen erstmal reinkommen ins Spiel, logisch. Aber die zwei Schaben sind erstmal weg.